Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ, der das Schweigen bricht, aber diesmal muss ich, sonst verkrafte ich die harten Zeiten nicht. Sammy Deluxe, der Name sagt alles aus wie Denunzianten. Rede nicht mit Unbekannten, rap nicht um Charted zu landen, sondern um so viele zum Rap zu bringen, dass ich dann in die Charts komm. Ich hab Micho im Plus bei der Telekom, HIV und vom Schwarzmann. Doch von dem Geld, was ich verdiene, sehen diese Penner kein Penny. Kein Ding, so was sie zu sagen, diese Trottel verstehen mein Slang nie. Sensi in meiner Tasche hält Augen grob, Mundwinkel oben. Natürlich erst nach dem gewohnten Ritual, bis ich ins Dunk bin, scheiß auf Proben. Alles, was ich brauche, ist Mike und ein fetter Beat. Heute bin ich irgendwie aggro, ich frag mich, ob es am Wetter liegt, aber egal, ich komme rein positiv, wie wenn die Sonne scheint. Eure Pläne für mein Leben interessieren mich wirklich ungemein. Kassier Arbeitslosengeld, bis ich die erste Million zähle. Leute fragen, Sam, wie fühlst du dich jetzt, wo es nach oben geht? Ich sage, es geht nicht nach oben, immer nur hin und her, kreuz und quer. Und überhaupt, als wenn das für euch von Bedeutung wäre. Jetzt weiß man, ich bin Rapper und viele sind plötzlich netter. Um ehrlich zu sein, fand ich's besser, als sie benehmen noch echt war. Die Gerüchte, Küchen brodeln, klare Sicht nicht möglich. Die ganze Stadt ist zwielichtig und neblig. Für viele scheinen lästern wie ein Fetisch. Tausend Storys täglich und diejenigen, die reden, kennen alles nur theoretisch. Ich schreibe meine Gedanken auf, ob rumlabern nicht nötig. Das ganze Drumherum interessiert mich herzlich wenig. Nochmal für alle Köpfe, damit's auch der Letzte mitkriegt. Bei uns geht's um Musik, alles andere ist unwichtig. Ich lass mich nicht lang feiern, sondern zeig den Leuten, was Sache ist. Denn erst wird man hochgelobt und dann später als Popstar gedisst. Meine Worte haben Gewicht, doch keins, das man auf einer Waage misst. Eher so Futter für Kopf, dass Leute grübeln lässt wie meine Test. Normal fühlst du dich angepisst, wenn du anders behandelt wirst. Ich selbst nicht verändert hast, aber bei Musiksender war's. Viele sind falsch, bewerten an als Künstler nicht nach Styles. Lieber nach Position und Verkaufszahlen, die man erreicht. Bewerten an menschlich so, als ob man Non-Stop-Künstler wäre. Lässt dann hinten rum oder Schleim rum und sind einem hinterher. Diese verblendeten Deppen gehen mir langsam auf die Nerven. Wegen ihnen brauch ich Tabletten an Tagen wie diesen. Mit Kopfschmerzen, denn ich verstehe nicht, warum Leute nicht einfach die Musik genießen können. Stattdessen immer nur neue Lügen aus Gerüchteküchen bringen, die zu nichts als Missvertrauen und Missverständnissen führen. Ich rap nicht, um besserer Mensch zu sein, sondern um Rap zu präsentieren, während die Mehrheit lieber labert. Kinder scheiß wie Biene Meier, weil die Niveau und Stile gab, aber zu viele Blender. Bitte Armer, fang lieber an Style zu kicken und mach nicht vorher den Dicken. Und wenn ihr hintenrum redet, könnt ihr sowieso. Küchen brodeln, klare Sicht nicht möglich. Die ganze Stadt ist zwielichtig und neblig. Denn viele scheinen lästern wie ein Fetisch. Tausend Storys täglich und diejenigen, die reden, kennen alles nur theoretisch. Ich schreibe meine Gedanken auf, ob rumlabern nicht nötig. Das ganze Drumherum interessiert mich herzlich wenig. Nochmal für alle Köpfe, damit's auch der Letzte mitkriegt. Bei uns geht's um Musik, alles andere ist unwichtig.